Wenn du Visionen hast, die über die Gedanken anderer Menschen hinausgehen, wird es immer Menschen geben, die nicht an dich glauben. Es wird immer Menschen geben, die nicht glauben, dass du diese Vision verwirklichen kannst. Es wird sogar Leute geben, die versuchen werden, dir Steine dabei in den Weg zu legen, weil sie einfach nicht wollen, dass du dieses Ziel erreichst. Du darfst nur diesen einen Fehler nicht machen und dich auf diese Menschen konzentrieren. Gib diesen Menschen keine Energie. Gib den Menschen Energie, die dich dabei unterstützen, die dich supporten, die dich pushen, dein Ziel und deine Vision zu erreichen. Oft konzentrieren wir uns und verschwenden viele Gedanken mit den negativen Sachen, die bei uns passieren. Aber wir geben den positiven Sachen zu wenig Raum im Leben. Wir müssen uns darauf konzentrieren. Wir müssen uns auf die positiven Dinge konzentrieren und die negativen Dinge so schnell wie möglich aus unseren Köpfen wieder rausbekommen. Macht einfach das, was euer Herz euch sagt. Und macht nicht das, was irgendwelche Leute euch versuchen einzureden. Du kannst es nicht schaffen. Du kannst keinen krassen Körper aufbauen. Du kannst nicht erfolgreich sein mit dem, was du machst. Nein, Leute. Konzentriert euch auf eure Vision, auf eure Gedanken und zieht es zu 100% durch. Lasst euch von niemandem unterkriegen. Ihr seid nämlich einzigartig. Und diese Einzigartigkeit sollt ihr leben. Und ihr sollt es euch von niemandem kaputt machen lassen, einzigartig zu sein. Seid so, wie ihr erschaffen seid. Jeder ist zu irgendwas berufen. Und wenn diese Berufung heißt, einzigartig zu sein und nicht so zu sein wie 90% oder 80% der Menschen da draußen, dann ist es der richtige Weg. Und dann zieht ihr das einfach durch. Es wird dann immer Leute geben, die euch sagen werden, nein, du kannst es nicht schaffen. Nein, du wirst es nicht schaffen. Aber ihr müsst euch auf euch konzentrieren. Wenn ihr eine Vision habt und ihr die wirklich leben wollt, und ihr 100% da reinsteckt und alles gibt, dann werdet ihr es schaffen, egal was es ist. Ob es ein guter Körper ist, ob es erfolgreich im Business ist, ob es eine Freundin ist, mit der ihr glücklich seid. Wenn ihr es wirklich wollt und es in euren Gedanken habt, dann werdet ihr es früher oder später erreichen. Jeder Mensch von uns ist einzigartig. Nur viele versuchen, sich in das System reinzuquetschen, versuchen so zu werden wie andere Menschen und sehen gar nicht, dass ihre Einzigartigkeit eigentlich wunderschön ist und sie das eigentlich leben soll und einfach so sein sollten, wie sie sind. Und dann werden auch die Menschen um die Person herum das akzeptieren, dass ihr einzigartig seid. Und sie werden sich vielleicht auch selber Gedanken machen, so, ja, ich will auch jetzt lernen, einzigartig zu sein. Ich möchte auch lernen, jetzt so zu sein, wie ich bin und mich nicht zu verstellen. Und das ist einfach ein Ziel im Leben, das sollte jeder anstreben. Seid einzigartig. Be unique. 6-8 Mannheim. Dabei ist alles. Peace out. Ich bin raus. Sexueller Typ, ne? Feierst du das? Ah, jo. Stabil. Nee, ist geil, Alter. Steht da ganz gemütlich, ey. Aber frische Klamotten hast du an, Digga. Danke, Bro. Du auch. Läuft, gell? Boah, stabiles Swag, Digga. Merch ist am Start, Digga. It's that millennium ridiculous flow. I never let go. Niggas getting knocked. Tschüss. Das war's gewesen, Leute. Peace out. Also. Ich vergesse die Unique dabei, ist alles 6-8 Mannheim. Ganz genau, Nigga. Hashtag 6-8 Mannheim in die Kommentare. 6-8 Mannheim ist am Start. Wie Schuh. Scheiße, wir sind am Start, weil wir am Start sind. Wir sind schon am Start. Die Bahn kommt schon, Digga. Scheiße. Yes, Leute, das war's jetzt gewesen mit dem Video. Motivationsvideo habe ich schon lange nicht mehr rausgehauen. Heute hatten wir so ein kleines Community-Treffen und da haben mich viele drauf angesprochen, mach mal mehr Fitness, mach mal wieder Motivationsvideos. Die haben mir echt geholfen, so mein Leben zu verändern, zu trainieren. Einer hat gesagt, er hat 40 Kilo wegen mir abgenommen und deswegen kommt das Video jetzt wirklich aus dem Herz raus. An dieser Stelle, natürlich an der Stelle, ja, habe ich auch noch einen Fitnesskanal in der Beschreibung drin. Da werden jetzt in Zukunft die ganzen Motivationsvideos kommen, die ganzen Fitnessvideos, alles auf dem Kanal. Auch vielleicht mit dem ein oder anderen Mädel mal zusammen irgendwie sowas für Mädchen, Frauen, Motivation oder auch einfach so allgemein über das Training und so. Was meinst du, oder? Ist auch geil. Ja, ist auch nice. Gibt's nicht viel da draußen und viele haben halt so gesagt, ich bin schon der Meinung, dass es viele Fitnesskanäle, gute Fitnesskanäle auch gibt und dass es auch eigentlich alles schon gesagt wurde, was man zu dem Thema sagen kann. Nichtsdestotrotz haben mir viele gesagt, dass die Art, wie ich das rüberbringe, halt einfach irgendwie cool ist und deswegen werde ich das weitermachen, weil ja, ich habe mit Fitness angefangen und ich will die Leute nicht vernachlässigen und dabei ist auch alles, deswegen müssen wir das natürlich auch machen, ne? Ganz genau, Nigga. Du weißt schon Bescheid, wie das läuft hier. Also, Kanal unten in der Beschreibung abonnieren, ja. Explodiert mal richtig und dann haue ich auch schon demnächst das nächste Trainingsvideo raus, wenn ihr halt fleißig aktiv seid, ne? Würde ich mal sagen. Jo. Eine Zahl will ich mir da nicht festlegen. Ich bin nicht so einer irgendwie. 1000 Abonnenten. Scheiß drauf. Alle, die Bock haben, sollen drin kommen. Alle, die keinen Bock haben, sollen draußen bleiben und auf meinem Street-Channel bleiben und ja. Sorry, Bro. Der lacht einfach, ja, was war? Alle, die drin kommen wollen, sollen drin kommen. Das war geil, Alter. Feiert das. Geile View, zeig mal drin.
sagen, Freunde, nicht vergessen, be unique, dabei ist alles, Leute, peace out, ich bin raus und fahr nach Berlin. Yes, sir. Psst. Tap that bitch, motherfuckers. Tap that up, man. Shit. It's a whole nother day. I'm back up in you, Snoop Deagle Double G, I represent her. Been away for a while, but you all know I'm still doggy. Guck mal, mein Bruder da drin am Viben, alles schön am Putzen, ganz gemütlich. Bro, that shit. Alright, man. Alright. Cut it out, man. Peace out.